Einen wunderschönen Start in die neue Woche und willkommen zu einem neuen Video über neue Leaks mit Version 29.00. Denn es gibt noch einige Sachen zu bereden für kommende Sachen, die uns noch in Season 2 erwarten werden. In dieser Woche sollten wir auch das erste Update in dieser Season bekommen, Version 29.01. Heute Nacht sollte die Ankündigung dazu folgen, wann genau die Downtime morgen beginnt. Vielleicht wird das Ganze auch Mittwoch oder Donnerstag passieren, aber ich denke mal, Dienstag ist auf jeden Fall bestätigt als Release-Datum für das erste Update in Season 2. Und das erste Thema bzw. der erste Leak dreht sich um einen bevorstehenden Shadow-Auftrag. Ihr wisst ja, mit Season 2 haben wir jede Menge Shadow-Terminals, vor allem an Straßenrändern auf der Karte, die wir für bestimmte Gegenstände oder Goldbarren annehmen können. Und ein kommender Shadow-Auftrag bei einem Shadow-Terminal wird Fußrennen sein. Und weitere Jobtafeln sind nämlich in Arbeit für Season 2 und diesmal mit der Aufgabe, die ihr als Belohnung für Goldbarren oder Items erledigen müsst. Ihr habt hierbei ein Zeitlimit und Kontrollpunkte, die einfach passiert, und derzeit sind 4 Standorte für diese Fußrennen geplant. Also einfach zu Fuß zu diesen Kontrollpunkten laufen und die dann auch durchqueren, womit ihr das halt Stück für Stück erledigt. Schlürfsaft soll auch in dieser Season zurückkehren, das altbekannte Item, das auch in Fortnite OG wieder da war, denn ein weiterer bevorstehender Shadow-Auftrag lautet Überleben. Ihr könnt es dann annehmen und werdet auf der Map für alle Spieler markiert, genauso wenn ihr zum Beispiel einen Aspekt besitzt, beziehungsweise ein Medaillon, wie auch immer ihr das nennen wollt, denn die Aufgabe besteht hierbei darin, im Gegenzug für Schlürfsaft und Goldbarren gleichzeitig 2 Minuten lang zu überleben. Eigentlich eine sehr simple Aufgabe, muss man zugeben. Und zu guter Letzt wissen wir ja, dass wir noch 8 weitere versteckte Auftragsbelohnungen im Battle Pass haben. Und das ist das erste Mal, dass diese jemals von Fortnite versteckt wurden. Normalerweise sind die von Anfang an klar mit einem Season-Start. Derzeit sind wie gesagt nur die ersten 4 sichtbar, wobei 5 bis 8 in 35 Tagen und 9 bis 12 in 55 Tagen kommen. Derzeit sind die einzigen Skins, die keinen Bonus-Deal erhielten, Aphrodite und Medusa, von denen einer bereits geleakt wurde und im Trailer zu sehen war. Also so ein grüner optischer Stil für Medusa, den wir hier erwarten können. Also sollten dies die beiden Hauptquest-Belohnungen jeder Seite sein, gefolgt von einigen anderen Items, die derzeit unbekannt sind. Und wir wissen eigentlich, worum es in diesem Update geht morgen. Es wurde nämlich bestätigt, dass das Update morgen am 19. März erscheint durch den Tweet über Midas. Wir haben einen Midas-Teaser auf Social Media erhalten, auch in-game, Freunde. Und auf diesem Teaser sehen wir halt, wie der neue Midas-Skin mit seinem vergoldeten Trommelgewehr aus dem Unterweltgefängnis bei The Underworld entkommt, von der Sicherheitszelle. Dann sehen wir auch noch 2 Handlanger bzw. 2 Lakaien von Hades, die ebenfalls von Midas besiegt und vergoldet wurden. Dann auch noch seine goldenen Ketten, in denen er eingesperrt wurde, und wie er dann aus dieser Tür ausbricht. Und die Beschreibung lautet einfach: Midas kehrt zurück, von diesem Teaser. Es ist wie gesagt geplant für den 19. März, also für das nächste Update. Dieses Update Version 29.01 soll sich hauptsächlich einfach um die Rückkehr von Midas drehen, um den heiße Solo LTM und so weiter und so fort, was wir alles geleakt bekommen haben. Auch in-game wurde das Ganze bestätigt. Hinzu kommt, dass es halt in dieser Season jede Menge neue Cinematic Trailer geben wird für jeden Charakter, für jeden Gott aus der griechischen Mythologie, den wir bekommen haben. Zum Beispiel halt Artemis vor kurzem und jetzt auch noch Hades. Wir haben seinen Charakter Trailer bekommen, wie zum Beispiel ein Fortnite Charakter in The Underworld unterwegs ist und von Hades konfrontiert wird. Mega nice Animationen, finde ich wirklich gut, was den Charakteren ein bisschen mehr Persönlichkeitstiefen verschafft. Außerdem wird Version 29.30, das dritte Update in dieser Season von Epic Games, mittlerweile getestet. Zudem hat Fortnite Competitive etwas angeteasert, das sich global erstreckt. Also es betrifft die ganze Welt anscheinend. Vielleicht die Ankündigung des Ortes, an dem das nächste In-Personen-FNCS-Event stattfinden wird. Aber ist auch nur eine Vermutung. Zu guter Letzt haben wir einen kleinen Hotfix, denn der Sturmgewehraufsatz, schnelles Magazin vom Kriegsschmiedesturmgewehr, wurde verbessert, um 20% schneller als zuvor nachzuladen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, es war ein relativ kurzes Video. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen im Zusammenfassungsvideo über das neue Update. Lasst gerne ein Like da und ciao.